Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Lichtschalter-Steckdosen-Kombination selber fachgerecht anschließen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten werden, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hierfür sind spezielle Videos an dieser Stelle einfach sinnvoller. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltplan hierfür an. In meinem Fall kommen wir mit einer dreiartigen Leitung nimm 3x1,5 Quadratmillimeter zu unserer Lichtschalter Steckdosenkombination und von dort geht es dann auch schon weiter mit einer dreiadrigen Leitung direkt zu unserer Lampe. Der blaue Neutralleiter von meiner Zuleitung geht erst einmal direkt auf unsere Steckdose drauf. Hier haben wir immer zwei Klemmen, die elektrisch miteinander verbunden sind. Und von dieser zweiten Klemme aus geht dann der Neutralleiter direkt auf meine Lampe. Beim grün-gelben Schutzleiter schaut das Ganze relativ ähnlich aus. Die Zuleitung geht erst einmal wieder direkt auf die entsprechende Klemme hier in der Mitte von meiner Steckdose. Und von dort die zweite Klemme. Auch wieder direkt zu unserer Lampe. Der einzige Unterschied ist jetzt halt hier der meist braune Außenleiter, denn mit diesem gehen wir auch erst einmal wieder auf unsere Steckdose hier unten drauf und von der zweiten Klemme jetzt nicht direkt zu unserer Lampe, sondern müssen erstmal hier oben in unserem Lichtschalter bei der Eingangsklemme L drauf gehen und von dort dann bei der Ausgangsklemme, welche mit so einem Pfeil gekennzeichnet ist, direkt weiter zu unserer Lampe. In der Praxis ist meine Lampe hier oben schon fachgerecht angeschlossen, wofür ich übrigens auch schon mal ein extra Video gemacht habe und aus diesem Grund kann ich jetzt hier auch schon die Leitung, welche zu meiner Lampe geht, um gute 20 cm einmal abmanteln und meine Zuleitung hier unten um gute 10 cm. Wichtig hierbei, am Ende sollte auf jeden Fall noch ca. 1 cm von dem Mantel hier in die Hohlwanddose reinschauen, um einfach eine entsprechende Zugentlastung zu haben. Als nächstes gehe ich mal den grün-gelben Schutzleiter und auch den blauen Neutralleiter hier oben durch mein Verbindungsstück zwischen den Hohlwanddosen hindurch und dann kann ich nämlich auch anschließend diese Leiter schon entsprechend der Farben hier und mal mit genug Reserve neben meine anderen Leiter hinlegen. Jetzt bringe ich die zwei Schutzleiter also mal auf dieselbe Länge hier, muss also nur einen kürzen und ganz wichtig, man sollte auf jeden Fall jetzt auch den Außenleiter hier um einen Zentimeter kürzer machen und meinen blauen Neutralleiter hier auch beide nochmal um einen Zentimeter abkürzen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass mein Schutzleiter hier somit um einen Zentimeter länger ist und falls im allerschlimmsten Fall irgendwie die Steckdose mal hier aus Versehen herausgerissen werden sollte, dann ist der Schutzleiter am längsten dort und wir haben somit auch den bestmöglichen Schutz. Nun gehe ich mal noch einen losen Außenleiter hier durch mein Verbindungsstück hindurch, richte mir diesen natürlich auch wieder zurecht und anschließend kann ich jetzt auch schon alle meine Leiter hier auf genau 11 mm abisolieren, so wie es für meine Steckdose und vor allem auch für den Schalter gut geeignet ist. Im nächsten Schritt kann ich jetzt auch meine Leiter schon auf die Steckdose draufklemmen. Ich achte darauf, dass die Klemmen nach unten zeigen und ich fange mal hier in der Mitte mit den beiden grün-gelben Schutzleiter an. Hier rechts kommen die zwei braunen Außenleiter drauf und hier links die blauen Neutralleiter. Ich könnte übrigens auch meinen blauen Neutralleiter und meinen braunen Außenleiter hier vertauschen, da ich die Steckdose auch um 180 Grad gedreht einbauen kann und das Ganze noch funktioniert. Hierfür gibt es einfach keine Richtlinien, jedoch sollte man sich daran gewöhnen, dass man im Haushalt immer dieselbe Belegung hat. Ich mache zum Beispiel hier links immer den blauen Neutralleiter drauf und hier rechts den braunen Außenleiter. Jetzt entferne ich aber erstmal noch hier rechts und auch hier links drüben meine entsprechenden Spreizkrallen. Diese kann ich einfach rausnehmen, sobald die Schraube ab ist. Denn solche Krallen sind nur für Unterputzdosen geeignet und nicht für Hohlwarndosen. Und im schlimmsten Fall könnten nämlich diese Krallen auch hier hinten einen Leiter zum Beispiel beschädigen, was wir auf gar keinen Fall haben möchten. Wenn aber alles passt, kann ich meinen Einsatz mal bei den entsprechenden Befestigungsschrauben hier hineingeben, dann entweder mit einer Wasserwaage oder mit solchen vorgefertigten Strichen ausrichten und hier an den entsprechenden Schrauben auch einmal festdrehen. Die zwei Außenleiter hier bei meinem Lichtschalter habe ich jetzt auch schon etwas eingekürzt und anschließend kann ich hier nämlich diese Leiter auch mal wieder auf 11 mm abisolieren. Der Außenleiter von meiner Steckdose unten kommend, kommt jetzt hier oben bei L einmal drauf und mein anderer Außenleiter, welcher zu meiner Lampe hochgeht, den gebe ich hier unten quer gegenüber mal auf die entsprechende Klemme, die mit so einem Pfeil gekennzeichnet ist. Meine Spreizkrallen habe ich hier auch schon wieder ausgebaut und natürlich müsste der Schalter um 180 Grad Richtung Hohlwanddose schauen. Ich habe es jetzt mal noch so gelassen, damit man das Prinzip einfach besser verstehen kann, denn wenn ich meinen Außenleiter hier unten rechts auf diese zwei Klemmen drauf gebe, dann wäre das Licht im Moment aus und sobald ich den Schalter nach unten mittätige, würde es angehen, so wie es normalerweise auch der Fall sein sollte und würde ich jetzt meinen Außenleiter hier auf der linken Seite nämlich anklemmen, dann wäre das Licht jetzt im Moment aus und es würde jetzt angehen. Bei mir passt soweit aber alles, weswegen ich jetzt auch schon meinen Einsatz hier bei den entsprechenden Schrauben hineingeben kann. Anschließend natürlich wieder mit einer Wasserwaage oder mit den entsprechenden Linien hier ausrichten und dann mit dem Schraubendreher mal schön festdrehen. Als nächstes den Rahmen aufsetzen und ich fange jetzt einfach mal hier unten bei meinem Steckdoseneinsatz an, dass ich hier meine entsprechende Blende noch drauf gebe und ich muss diese wieder festdrehen. Wenn das jetzt meine entsprechende Wippe hier noch ein klipsen, dass sie wirklich schön eingerastet ist und auch hier meine Blende noch richtig rum aufsetzen und somit ist die Steckdose und vor allem auch der Lichtschalter hier schon angebracht. Sobald ich wieder Spannung auf mein System gebe, kann ich hier unten bei der Steckdose 230 Volt erkennen, so wie es auch sein sollte und hier oben funktioniert mein Lichtschalter auch einwandfrei und somit haben wir auch schon die Lichtschalter-Steckdosen-Kombination richtig angeschlossen. Wenn du für zu Hause ist, so eine lichtschalter steckdosen -Kombi mit Rahmen zulegen möchtest oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video benötigst, dann einfach mal hier unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.